Der Konsum von illegalen Drogen steigt, Jahr für Jahr. Ich habe halt immer alles so, je nach Taste, wie ich Bock habe, halt konsumiert. 320 Milliarden Dollar macht der Schwarzmarkt weltweit jährlich. Und es wird immer mehr. Was kriegt man dafür? $10,000 per Kilo. Deutschland hält am Drogenverbot fest. Ich bin bis jetzt aber in der Abwägung eben dahin gekommen, dass ich sage, legalisieren wäre das falsche Signal. Politiker weltweit sehen das ganz anders. Wir müssen unsere Politik ändern. Denn die Konsumenten schreckt das Verbot nicht ab. Wir haben eine Nation auf Droge. Knallhart und definitiv. ZDF Zoom fragt, wie kann eine sinnvolle Drogenpolitik aussehen? In meinem Umfeld wurde immer konsumiert. Gras in der Schule, Amphetamine im Studium, Ecstasy im Club. Drogenkonsum scheint normal, obwohl der Besitz verboten ist. Auch hier werden illegale Drogen genommen. Der Zug der Liebe ist eine Demonstration verschiedener Organisationen durch Berlin. Eine ihrer Forderungen? Legalisierung. Wie viele Menschen illegale Substanzen nehmen, weiß niemand genau. Ich frage hier nach. Wie verbreitet sind Drogen? Sehr weit verbreitet. So. Also unter Jugendlichen, unter uns zum Beispiel total. Nicht nur in der Feierszene, sondern auch in Managerpositionen. Ja, durch alle Gesellschaftsschichten zieht es sich durch. Ey, gibt genug Leute, die sich totsaufen, ja, und jetzt anscheinend noch mit E-Kippe nachdrücken. Aber warum nicht Marihuana? Ja, warum? Wie kommen Drogen nach Deutschland? Ich mache mich auf den Weg an die niederländische Grenze. Da, wo illegale Substanzen aus aller Welt ins Land geschmuggelt werden. Auf der A30 läuft der Transit nach Deutschland. Dominik Ströer und der Niederländer Bram van Os arbeiten für das grenzübergreifende Polizeiteam GTP. Eine Sondereinheit, die Schmuggler jagt. So, wir schauen uns die Fahrzeuge an. Was sind das für Fahrzeuge? Wo sind die zugelassen? In welchem Land? Oder auch in welchem Zulassungsbezirk? Was sitzen da für Leute drin? Ja, da war ein schwarzer Golf. Den nehmen wir mit. Ja. Nicht nur die beiden, auch noch andere Teams spähen Tag für Tag nach potenziellen Schmugglern. Wer sind die Täter? Wer macht sowas? Tatsächlich, ich sag mal, den Durchschnittsbürger. Also eigentlich recht normale Leute, die auch, sag ich mal, einer geregelten Arbeit nachgehen und die trotzdem rüberfahren und sich da, sag ich mal, am häufigsten sind weiche Drogen, die geholt werden. Marihuana, Haschisch. Kleine Funde von Cannabis sind das Tagesgeschäft. Bis zu 10 Kontrollen am Tag. Die Kollegen haben etwas gefunden. Der Fahrer hatte 11 Gramm Gras dabei. Vor Ort wird eine Strafanzeige aufgenommen, obwohl das Verfahren vermutlich wegen Geringfügigkeit eingestellt wird. Der Fahrer darf seinen Kofferraum unter Aufsicht selbst wieder einräumen und weiterfahren. Zurück auf Position. Wenn kleine Funde von Cannabis Alltag sind und oft nicht strafrechtlich verfolgt werden, sollte man dann Cannabis nicht freigeben? Für uns wäre es, sag ich mal, in gewissem Maße eine Arbeitserleichterung. Ja, die kleinen Mengen. Genau, die kleinen Mengen, weil es ist tatsächlich so, dass da hängt recht viel Aufwand dran. Und am Konsum ändere das nichts. Dann ein Riesenfund. 2 Deutsche wurden erwischt. Hier ist der Karton, das ist die verschweißte Tüte. 2 Stück konnten wir auffinden. Laut eigenen Angaben circa um die 3 Kilogramm Marihuana. Beide Personen sind vorläufig festgenommen und werden heute im Laufe des Abends an den Zoll übergeben, zwecks weiterer Sachbearbeitung. 3 Kilo pures Marihuana. Eine Riesenmenge, Marktwert schätzungsweise mindestens 30.000 Euro. Das Auto wird von Zoll und Raptor durchsucht. Die Beamten wollen sichergehen, dass nicht noch mehr Drogen im Fahrzeug verbaut sind. Diesmal alles sauber. Es bleibt bei den 3 Kilogramm Marihuana.
Eine große Beschlagnahmung, doch nur ein geringer Anteil am Gesamtschmuggel. Wie viel Prozent, glaubt ihr, fischt ihr so raus? Ganz wenig. Ob wir überhaupt auf einen kommen, also das ist wirklich ganz schwierig zu sagen. Ja. Also unter 1% möglicherweise? Möglicherweise. Kann sein, ja. Und das, obwohl es in Deutschland eine Drogenschwemme gibt. Zur Beschaffung muss man nicht mal mehr in die Niederlande, sondern kann bequem im Internet bestellen. Ich finde Webseiten voller Angebote. Gras für 9 Euro, Crystal Meth für 35, Pillen für 5 Euro. Kokain? Ein Klick und es ist im Warenkorb. Bezahlen kann man sogar per Lastschriftverfahren. Ob die Lieferanten in Deutschland oder im Ausland sitzen, ist nicht zurückverfolgbar. Wer sind die Abnehmer? Über die sozialen Netzwerke versuche ich, Konsumenten zu finden. Eine Erzieherin frage ich: Haben Sie schon mal Drogen genommen? Klar nehme ich was zum Feiern am Wochenende. Speed, mal eine Pille. Würden Sie mir ein Interview geben? Ich bin Erzieherin. Das kommt nicht so gut, wenn ich öffentlich rede. Auch mit einem Grafiker, der für eine große Werbeagentur arbeitet, kann ich reden. Ohne Speed wäre ich aufgeschmissen bei Termindruck. Auf Weihnachtsfeiern treffe ich einige Kollegen auf dem Klo beim Ziehen. Und würden Sie darüber reden? Nein, wirklich offen geht man damit nicht um. Dann meldet sich sogar ein Arzt auf meine Anfrage. Ich arbeite im Krankenhaus. Zum Runterkommen rauche ich abends gelegentlich Gras. Mal allein Koks mit Freunden. Ist nichts Unnormales. Können Sie mit mir vor der Kamera darüber reden? Nein, das könnte mich den Job kosten. Gelegentlicher Konsum scheint für viele Menschen in Deutschland normal zu sein. Es gelingt mir dann doch noch, einen Konsumenten offen vor die Kamera zu kriegen. Max. Er ist 25 und hat schon vieles ausprobiert. Gras, Ecstasy, LSD. Als es zu viel wird, hat ihm Coach Rainer Biesinger geholfen. Max hat keine Angst davor, seine Geschichte öffentlich zu machen. Auch weil er beruflich abgesichert ist, in der Firma des Vaters arbeitet, ein großes mittelständisches Unternehmen. Mein Vater ist Unternehmer, wir hatten es immer gut. Also ich musste mir finanziell nie um irgendwas Sorgen machen. Nichtsdestotrotz habe ich in meiner rebellischen, pubertären Phase damals auf alles geschissen, war ignorant bis zum geht nicht mehr und habe eben so viel konsumiert, wie ich nur konnte. Einfach auch, weil es mir Spaß gemacht hat. Ne? Die Idee, mal Drogen zu probieren, bekommt er ausgerechnet in der Schule. Ich war in Herne auf einer katholischen Grundschule. Und da gab es dieses typische Grundschulseminar, mit dem man Kinder vor Drogen bewahren möchte und die so ein bisschen verschrecken möchte. Nach dem Seminar bin ich auf den Schulhof in der großen Pause und habe mir Gedanken darüber gemacht, wie das wohl ist, auf LSD zu sein, wie das die Wahrnehmung verändert. Er bekommt auch die negativen Folgen zu spüren, Angstzustände und Verwirrtheit. Schließlich wendet er sich an Rainer Biesinger. Der Coach hat früher selbst Drogen konsumiert. Heute berät er Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Das Thema Sucht ist nach wie vor mit Schwäche, Scham und Schuldzuschreibungen gekoppelt. Brauchen wir uns nichts vormachen. Und wenn jetzt ein immer gut funktionierender Banker, ein immer gut funktionierender Arzt einfach dieses gewisse Maß des gepflegten Konsums überschritten hat, möglichst Auffälligkeiten schon zeigt oder sonstiges, dann gehen diese Menschen in den seltensten Fällen in eine gesetzliche, öffentliche Rehabilitationseinrichtung. Insofern das auch bekannt werden würde, sind die weg vom Fenster. Sie berät er. Führungskräfte, die anonym bleiben wollen. Zusammen mit Max schreibt er ein Buch über seine Erfahrungen. Denn beide finden, man muss endlich einen aufgeklärten Umgang damit finden. Ihr Wunsch? Dass die Jugendlichen da abgeholt werden, wo sie stehen. Dass man nicht krampfhaft versucht, dich von allem wegzuhalten, weil jeder Mensch seine eigenen Erfahrungen machen möchte. Ich denke, solange wir die Freiheit von anderen nicht beschränken, ist es jeder Mensch ein gutes Recht, sich auszuleben und auch auf die Schnauze zu fallen und Fehler zu machen. Wer Hilfe sucht, wird auch hier fündig.
die psychiatrische Abteilung der Charité. Felix Betzler ist täglich mit den Folgen des Drogenkonsums konfrontiert. Sein nächster Patient will anonym bleiben, aus Angst erkannt zu werden. Der Unternehmer aus der Autobranche hat seinen Konsum nicht mehr im Griff. Um welche Substanzen geht es? Also meine Hauptpräferenzdroge ist Ketamin, aber auch beigemischt mit Kokain und Cannabis. Wie hat das angefangen? Und habe dann sozusagen meine Jugend nachgeholt. Ich hatte halt sehr früh Verantwortung gehabt irgendwie für alles Mögliche, für meine Kinder halt, und hatte Firmen gehabt, und ich habe keine Freunde, die nicht konsumieren. Letztendlich konsumiert fast die ganze Welt. Die meisten konsumieren halt hin und wieder mal und haben ihr Leben im Griff. Kontrollierter Konsum, ist das möglich? Viele tun das beispielsweise beim Alkohol. Viele trinken ihr tägliches Glas Wein am Tag. Kann man Alkohol denn überhaupt mit illegalen Substanzen vergleichen? Es gibt eben Substanzen, die schon seit Jahrhunderten in unserer Gesellschaft verankert sind. Das folgt weniger jetzt einer medizinischen, ärztlichen Logik. Und es folgt auch nur teilweise sozusagen einer Logik, was das Risikopotenzial der einzelnen Substanzen anbelangt. In einer Studie wurden Substanzen miteinander verglichen, bezogen auf ihre Schädlichkeit für die Konsumenten selbst und deren Umfeld. Dabei geht es auch um Faktoren wie Sterblichkeit, Job- und Familienverlust, Beschaffungskriminalität sowie die Kosten für die Gesellschaft. Die Ergebnisse überraschen. Die Substanz mit der geringsten Schädlichkeit: Cannabis. Gefolgt von Tabak. Dann kommt Kokain. Schließlich Heroin und die Substanz mit der höchsten Schädlichkeit für den Menschen, Alkohol. Macht es da nicht Sinn, über die Aufhebung von legal und illegal nachzudenken? Für die Drogenpolitik in Deutschland ist die Bundesdrogenbeauftragte verantwortlich. Doch das Amt ist Monate nicht besetzt. Aber es liegt im Geschäftsbereich des Gesundheitsministeriums. Ich möchte mit Jens Spahn sprechen. Er erteilt mir eine Absage. Und lässt sich nur Tage später genau zu diesem Thema nicht von einem Journalisten, sondern von einem Kollegen interviewen. Mit Christian Lindner von der FDP spricht er im Podcast aus dem Bundestag über die Legalisierung. Ich muss ja zur Kenntnis nehmen, dass es jetzt Länder gibt, die tatsächlich sozusagen diesen Weg gehen. Und dann wird man ja Erkenntnisse haben. Ich meine, bis vor ein paar Jahren wussten wir überhaupt gar nicht, konnten wir nicht wissen, weil bis jetzt nicht experimentiert. Welche Folgen hat das tatsächlich? Stimmen all die Annahmen, die die Befürworter haben? Und das werden wir jetzt, muss man ein paar Jahre warten, werden wir das ja sehen. Was das auch mit einer Gesellschaft macht, was das in der Jugend macht. Warten muss der Minister eigentlich nicht. Denn was das mit einer Gesellschaft macht, erprobt Portugal seit 18 Jahren. Drogenkonsum ist hier zwar entkriminalisiert, aber streng reguliert. Konsumenten dürfen bis zu 25 Gramm Marihuana, 2 Gramm Kokain, 10 Pillen Ecstasy und 1 Gramm Heroin bei sich tragen, ohne Strafverfolgung. Wer mehr dabei hat, gilt als Dealer. Das Resultat? Entgegen aller Befürchtung von Jens Spahn, 85% weniger Tote durch Überdosen, 75% weniger registrierte Drogenfälle über die gesamten Jahre. Ich treffe Thiago Brasa, er ist Töpfer. Früher hat er an der Universität Studenten ausgebildet. Seine Tassen, Teller und Töpfe zieren die vielen Souvenirläden Lissabons. Ab dem späten Nachmittag raucht er Crack, also ein Kokainsalz. Das mag für andere befremdlich sein, für ihn ist es Alltag. Wenn du denkst, das ist ein Verbrechen, dann benimmst du dich wie ein Krimineller. Das ist aber kein Verbrechen. Deshalb habe ich auch kein Problem, mein Gesicht in die Kamera zu halten, weil ich gerade kein Verbrechen begehe. In Deutschland wäre das undenkbar. Zu groß die Angst, den Job zu verlieren. Crackrauchen wird langfristig seine Gesundheit schädigen. Das weiß Thiago Brasa und nimmt das in Kauf. In Lissabon besuche ich eine Konferenz zur globalen Drogenpolitik. Einen deutschen Vertreter suche ich hier vergeblich. Dafür kann ich mit einem ehemaligen Staatschef reden, dessen Land wie kaum ein anderes vom Krieg gegen die Drogen gezeichnet ist. Juan Manuel Santos war 8 Jahre lang Präsident Kolumbiens. I am convinced
Wenn wir unsere Politik im Kampf gegen Drogen nicht ändern, dann werden wir diesen Krieg nie gewinnen. Ich komme aus dem Land, das wahrscheinlich den höchsten Preis in diesem Krieg gezahlt hat in den letzten 40 Jahren. Aber wir sind immer noch die Nummer eins, was den weltweiten Export von Kokain angeht. Es ist, als säßen wir auf einem Fahrrad, das sich nicht bewegt. Wir treten und treten und treten und man schaut nach rechts und nach links und ist immer noch auf demselben Platz. Wir müssen unsere Politik ändern, unseren Ansatz. Zu seiner Zeit als Verteidigungsminister wurden Kolumbiens Coca-Plantagen mit Pflanzengift zerstört wie nie zuvor, sagt er. Doch noch immer steigt die Produktion. Fast 2000 Tonnen Kokain werden weltweit jährlich hergestellt. 70% davon stammen aus Kolumbien. So it's abolishing prohibition. Das Verbot abschaffen, das ist die Lösung. Wir müssen der Mafia das schmutzige Geld wegnehmen und den Markt staatlich regulieren für eine zivilisierte und zielorientierte Politik. Doch den Kampf gegen die Mafia konnte bisher kein Land gewinnen. So trifft der Handel mit illegalen Drogen nicht nur Erzeugerländer in Südamerika, sondern auch den Kontinent, durch den der Transport nach Europa läuft, Afrika. Wie Guinea-Bissau. Das Land in Westafrika ist eine der Transitrouten von Kokain nach Europa. Wie geschaffen für Schmuggler, die Tonnen von Kokain von großen Frachtern in unauffällige Kanus verladen. Jahrelang wurden riesige Kokainlieferungen protegiert von Militär und Präsident durch das Land geschleust. Guinea-Bissau gilt als einer der ärmsten und korruptesten Staaten weltweit. Das einzig relevante Exportgut? Cashews. Die rohen Nüsse werden von der westafrikanischen Küste in Containern nach Asien transportiert, um dort weiterverarbeitet zu werden. Die Frachter machen oft Halt in Europa. Das schafft Möglichkeiten für ein Nebengeschäft. Mit Kokain. Verabredung mit einem Cashew-Händler. Nach vielen Vorgesprächen ist er bereit, mit uns zu reden. Exportieren Sie nur Cashews oder gibt es da ein Nebengeschäft? Es fing an um 2000 in Bissau. Zwei Typen kamen und fragten mich, wohin ich meinen Container sende. Ich sagte, der Käufer ist in Vietnam. Sie sagten, sie würden gerne was in meinem Container verstecken. Sie wollten ihr Gut nach Deutschland transportieren. Der Container ging aber nicht nach Deutschland, sondern nach Vietnam. Aber mit Transit in Spanien. Und wie viel transportieren Sie? Das kommt auf den Deal an. Ein guter ist 5 Kilo. Was kriegt man dafür? $10,000 per Kilo. Wir sind Geschäftsleute. Ein Container Cashews bringe dem Händler um die $22,000. Im Vergleich nur 5 Kilogramm Kokain, doppelt so viel wie die gesamte Fracht. Überprüfen kann ich seine Geschichte nicht. Fest steht, das Geschäft ist lukrativ. In Südamerika verkauft der Hersteller dem Kartell das Kilo für 2.000 bis 3.000 Euro. An der afrikanischen Atlantikküste ist es dann bereits 10.000 Euro wert. In den Städten Nordafrikas hat sich der Preis auf 18.000 bis 20.000 Euro verdoppelt. Und in den europäischen Metropolen liegt er schließlich zwischen 30.000 und 45.000 Euro. In Deutschland wird das Kilo auf der Straße schließlich für 80.000 Euro verkauft. Das ist 40 Mal so viel wie am Anfang der Verkaufskette. Dass sich der Cashew-Händler so sicher fühlt, liegt auch an Militär und Polizei. Ich schaffe es, das Militär zu überzeugen, mich mitzunehmen auf eine Patrouillenfahrt durch den Hafen. Schmugglerjagd im Schlauchboot. Einzige Bedingung, wir müssen den Sprit zahlen, denn nur wenige Male im Monat reiche das Geld, um die Boote zu betanken und das Personal zu bezahlen. Erster Einsatz, ein Fischerboot. Mit solchen Booten soll auch Kokain ans Land gebracht werden. Gefunden haben die Militärs noch nie etwas. Stattdessen Maschenkontrolle.
Wir brauchen ein besseres, größeres Boot. Die Ausrüstung, die wir haben, reicht nicht, um mehrere Tage auf Wasser zu bleiben. Und unser Meeresabschnitt ist riesig. Wir brauchen dringend internationale Unterstützung. Dann geht's weiter. Ein Kanu, wieder Fischer. Diesmal finden die Militärs sogar etwas Verbotenes, wenn auch keine Drogen. Geschützte Arten. Wieso werden die jetzt nicht beschlagnahmt? Wir machen das hier nur für euch, zur Demonstration. Ach so, zur Demonstration also. Alle, nur können wir gehen, vorbei. Schätzungen gehen davon aus, dass mindestens 30 Tonnen Kokain jährlich allein über das kleine Land Guinea-Bissau nach Europa abgesetzt werden. Es gelingt uns, Kontakt aufzunehmen mit jemand, der uns von einer weiteren Methode berichtet, wie Kokain nach Europa kommt. Er nennt sich Kelly und schmuggelt Drogen im Körper. Erst schluckte ich 200 Gramm. Dann wurde es immer mehr. Irgendwann fing ich an, meinen eigenen Stoff zu kaufen und damit bin ich nach Lissabon geflogen. 30.000 Euro gab's dafür. Ich habe noch nie zuvor so viel Geld gesehen. Kelly ist verabredet. Er soll neuen Stoff bekommen. Mach die Kamera aus. Er bekommt 12 Kokaineier überreicht. Ein Student hat ihm frische Ware aus Südamerika mitgebracht. Die soll jetzt nach Europa. Und das Geschäft zahle nicht nur seinen Lebensunterhalt. Damit finanziere ich die Schulbildung meiner Brüder in Europa. Sie müssen selbstständig werden, denn mich kann man jeden Moment erwischen. Doch bisher habe ich Gott auf meiner Seite. Noch etwas war dabei. Ein ganzes Kilogramm Kokain in Plastik. Das soll auch nach Europa. Wir können Kelly davon überzeugen, uns zu zeigen, wie er das Pulver zu Kapseln präpariert. Diese Handyaufnahmen sollen die einzelnen Schritte dokumentieren. Wenn die Kapseln aufgehen, kann er an einer Überdosis sterben. Trotzdem tritt er die lebensgefährliche Reise mehrmals im Jahr an, erzählt er. Zurück in Lissabon. Hier wird Kelly ankommen und seine Drogen auf den europäischen Markt bringen. Denn trotz Entkriminalisierung, der Schwarzmarkt wurde nicht trockengelegt. Nur die Konsumenten werden dafür nicht mehr in Haft genommen. Wie kam es so weit? Aufnahmen von vor 26 Jahren, als das Land von Heroin überflutet wurde. Im portugiesischen Gesundheitsministerium treffe ich einen der Initiatoren, der eine neue Politik ins Rollen gebracht hat. João Goulao, quasi der Drogenbeauftragte Portugals. Spread among all social groups. Es zog sich durch alle sozialen Gruppen. Die gesamte Mittelklasse war betroffen. Die Oberschicht, die Politiker, einfach jeder. In einem Jahrzehnt gab es keine portugiesische Familie mehr ohne dieses Problem. Und so war eine progressive Politik möglich. Denn wenn es nur den anderen passiert, dann gibt es keinen Handlungsdruck. Aber wenn die Hausfrau aus der Mittelschicht mit dem Pastor diskutiert, mein Junge ist nicht kriminell, er braucht nur Hilfe, dann ist die Basis da, um ein Problem menschlich anzugehen. Was würden Sie uns raten? Sperrt Menschen nicht weg, weil sie Drogen nehmen. Eröffnet kein Strafverfahren gegen sie. Wenn wir über Sucht reden, dann reden wir über Gesundheit und chronische Krankheiten. Wir sperren doch auch nicht andere mit chronischen Krankheiten weg, zum Beispiel bei Diabetes. Ihr kriminalisiert doch niemanden, nur weil er schlechte Dinge isst. Laut Statistik ist der Konsum von illegalen Substanzen in Portugal zurückgegangen, während er in Deutschland ansteigt. Schriftlich hatte ich den Gesundheitsminister gefragt, wie steht er zu einer Entkriminalisierung von illegalen Substanzen? Er antwortet: Für die generalpräventive Wirkung der Strafandrohung spricht der hohe Anteil von Personen, die niemals illegale Drogen konsumieren. Mehr als jeder Vierte hat einmal in seinem Leben illegale Substanzen wie Cannabis, Koks oder anderes genommen. Sogar eine Gruppe deutscher Strafrechtsprofessoren kritisiert,
Nicht die Wirkung sei das Problem, sondern die derzeitige Drogenpolitik. Als Schildauer Kreis forderten sie schon 2013 den Deutschen Bundestag auf, das Verbot aufzugeben und legale Bezugswege zu schaffen. Den theoretischen Vordenkern haben sich mittlerweile auch einige Praktiker angeschlossen. So auch Jugendrichter Andreas Müller. Als Mitbegründer einer Organisation aus Polizei und Strafverfolgungsbehörden fordert er eine klare Aussage des Bundesverfassungsgerichts. Dass das Bundesverfassungsgericht sagt, liebe Politiker im Deutschen Bundestag, eure Ideologie ist uns jetzt völlig egal. Ihr habt eine andere Politik zu machen. Und das bitte schön mit Sachverstand. Die Jugend und auch Erwachsene nehmen Drogen, obwohl es verboten ist. Auch Jesa hat das Verbot nicht abgeschreckt. Trotz möglicher Konsequenzen ist die 34-Jährige bereit, mit mir offen vor der Kamera über ihren Drogenkonsum zu reden. Ich habe halt immer alles so, je nach Taste, wie ich Bock habe, halt konsumiert und habe halt von 0 auf 100 auch aufhören können. Dann gerät alles außer Kontrolle. Sie nimmt GHB, Liquid Ecstasy. Das ist zwar verboten, aber leicht zugänglich. Du hast halt wie bei anderen Drogen auch so ein Kanal, der halt nur geradeaus geht. Du siehst halt nicht mehr, was ringsrum passiert. So. Aber diese Scheiße, sage ich jetzt mal, die hat innerhalb von so kurzer Zeit mein komplettes Leben zerstört. Es ist halt einfach egal, ob deine Sozialkompetenz darunter gelitten hat, deine Zuverlässigkeit, deine Aufmerksamkeit als Mutter. Du kannst zusehen im Spiegel, wie du verwahrlost wirst. Und der ganze Hang zur Realität und alles ist halt einfach zerstört. Jesa ist Tätowiererin mit einem kleinen, aber eigenen Studio. Sie hat Verantwortung. Ihr Sohn ist 9. Sie will ihn nicht verlieren. Hab irgendwann halt gemerkt, ich kann, bin nicht mehr in der Lage, meinen Sohn zur Schule zu bringen. Was halt echt heftig war. Ich habe es einfach nicht geschafft, morgens rauszugehen. Habe dann die Schule angerufen und ich meinte, hey Leute, mein Sohn ist nicht krank. Ich glaube, ich bin in einer depressiven Phase. Es tut mir leid, ich bin bemüht und ich suche mir Hilfe. Nach mehreren Zusammenbrüchen weist sich Jesa Anfang 2019 in die Berliner Charité ein. Sie habe ein Drogenproblem, müsse dringend in ärztliche Behandlung. Sie will wieder funktionieren für ihr Kind. Er hat alles verdient, aber nicht irgendwie, dass er zurück an seine Mama denkt und halt da nichts Gutes so empfindet. Felix Betzler war ihr behandelnder Arzt. Mittlerweile ist Jesa clean. Doch der Arzt warnt vor GHB. Es sei eine völlig unterschätzte Droge. Wünschenswert wäre jetzt aus Forschungssicht, dass eben bestimmte Substanzen oder die Regulierung der Substanzen sich etwas mehr nach dem Risikopotenzial ausrichtet. Also keine Unterscheidung mehr hinsichtlich der Legalität, sondern nach Risikopotenzial. Und eine Studie bestätigt, einen problematischen Konsum entwickelt längst nicht jeder, der Drogen nimmt. Im Durchschnitt werden 11,6% abhängig. Bei Cannabis sind es 9%, bei Alkohol 15%, bei Kokain 17%, bei Heroin sind es rund 23% und bei Tabak sogar 32%. Mediziner fordern eine Regulierung nach Risikopotenzial. Strafrechtler halten ein Verbot illegaler Substanzen für sinnlos. Konsumenten wünschen sich mehr Aufklärung. Die deutsche Bundesregierung aber hat kein Konzept. Sie will lieber erstmal abwarten, was andere Länder so machen. So lange wird das konsumiert, was auf dem Schwarzmarkt zu kriegen ist.